Kuhflüsterin Anja Chadetzky und ihr Mann Janusz haben rund 90 Rinder, darunter 30 Milchkühe und 17 Kälber auf 160 Hektar Land, das sie von der Stiftung des Nationalpark Unteres Odertal sowie von der Stiftung des NABU gepachtet haben. Ein Glück für die Jungbäuerin aus Sachsen und dem Landwirt aus Polen, denn beide hatten kein eigenes Kapital und kein Land. Am Mittwoch wurde sie als grüne Gründerin ausgezeichnet. Ich bin ja ziemlich fix unterwegs und immer schnurstracks hier und dort und überall. Und was ich an den Kühen besonders schätze, ist, dass sie mich wirklich zur Ruhe bringen, dass das rhythmische Wiederkäuen, das jeden Tag morgens und abends melken, echt mich runterbringt von dem ganzen trubeligen Stress. Und ja, hier ist natürlich auch besonders, dass sie uns mit Fleisch und Milch beschenken und wir einfach eine sehr enge Beziehung zu ihnen pflegen. Ja, es freut mich ganz außerordentlich, liebe Anja Chadetzky, dass ich heute hier in Stolzenhagen dir unseren 19. Grüne Gründerin-Preis verleihen durfte. Und wir haben uns ja jetzt ein bisschen umgesehen hier. Ich bin wirklich schwer beeindruckt, was ihr hier alles aufgebaut habt. Das ist ja echt ein Leuchtturmprojekt für das Land Brandenburg, was nachhaltige Viehwirtschaft angeht. Im Gegensatz zur Massentierhaltung können wir hier ja sehen, wie Kühe wesensgerecht gehalten werden, wie man es schaffen kann, auch Milch zu produzieren, ohne dass sie viel zu früh von ihren Mutterkühen getrennt werden. Den Preis, den vergebe ich aber heute dafür, dass du auch tätig bist als Trainerin für wesensgerechte Kuhhaltung, sozusagen als Kuhflüsterin. Aus den 10 bis 15 Litern Milch, die eine Kuh auf dem Ökohof gibt, werden Halloumi und Weichkäse in der eigenen Käserei hergestellt. Milch, Wurst, Fleisch und Eier werden im eigenen kleinen Hofladen verkauft. Das Bewusstsein für ökologisch hergestellte Lebensmittel mehr zu zahlen, wächst langsam. Das größte Kompliment ist es, wenn Veganer sagen, hier kann ich Fleisch essen. Ja, ich kann echt nur ermutigen, sich selbstständig zu machen. Das ist natürlich irgendwie schwierig, erstmal rauszufinden, was wirklich sein eigenes Ding ist. Aber wenn man es dann macht, ist es echt super erfüllend. Bei allen Widrigkeiten, wenn es finanziell schwierig ist, wenn man nicht so richtig weiß, ob es laufen wird oder nicht, ist es trotzdem einfach was ganz anderes, selber was anzugehen. Ich habe in Kanada eine Methode gelernt, wie man Stress am Rinder bewegt. Und in Deutschland und Europa gibt es da nicht so viele Frauen, die das können. Ich kenne zumindest keine, kann mich hier gerne melden. Und dieses Wissen gebe ich jetzt weiter an alle möglichen Interessierten. Manche Menschen wollen was über ihre Körpersprache lernen, die sonst gar nichts mit Tieren zu tun haben. Junglandwirte wollen wissen, wie es ohne Knüppel und Geschrei geht. Und dann gibt es natürlich noch ganz viel zu erzählen, was man merkt, wenn man, sobald man mit irgendwelchen Leuten, die essen, Sachen essen, kaufen wollen, die ganz viele Fragen haben, wie denn das eigentlich läuft in Landwirtschaft. Und das genau ist meine Idee, als Trainerin für wesensgemäße Tierhaltung darüber aufzuklären, den Leuten zu zeigen, so kann es aussehen. Und das kann ich natürlich auch ganz gut zeigen an unserem Hof, dem Hof Stolze Kuh, den wir aus dem Nichts aufgebaut haben, wo wir jetzt 30 Kühe und die ganze Nachzucht über die Flächen im Nationalpark Unteres Odertal laufen haben. Ja, und das ist irgendwie eine ganz stimmige, ganzheitliche Sache, mit denen wir gerne andere auch anstecken. Es heißt immer, junge Leute interessieren sich nicht für die Landwirtschaft. Aber das stimmt nicht. Sie haben nur nicht die Möglichkeit, an geeignete Flächen heranzukommen, diese zu pachten. Hier sollte noch einiges passieren.